Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video von Volume Games. Wir haben heute für euch das Razer Kraken in der Tournament Edition. Das Headset selbst gibt es schon seit 2019 gleich. Also ist in erster Linie für PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One und für Smartphones gedacht. Aber aktuell gibt es das im Razer Store vergünstigt, soweit ich das mitgekriegt habe, nämlich statt handelsüblich ungefähr 100 Euro, glaube ich, kostet es jetzt gerade, und jetzt gerade heißt am 24.03.2022, um die 60 Euro, 66 mit Lieferversand, und so eins haben wir uns bestellt. Und heute schauen wir uns das gemeinsam mit euch an. Was ist enthalten und ja, wie fühlt sich dieses Razer Headset so an? Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt los mit dieser großen Box. Wir sehen schon, dass die Box relativ groß ist, wie immer für ein Headset. Was für eine dumme Ausrede von mir. So, auf der Rückseite sehen wir auch noch kurz das Headset beschrieben, inklusive dem Spatel Audio Tuner, der auch inkludiert ist. Und zum Öffnen gibt es hier einfach die erste Lasche. Da die Schachtel so groß ist, geht sich leider gerade nicht alles am Video aus, aber soll euch nicht minder stören. Die packen es ja eh gleich aus und dann gibt es hoffentlich das geile Headset zum Anschauen. So, wir sind soweit. Du. So, leider ein bisschen über Kopf, aber so würde es denn aussehen. In der Schachtel mit ein bisschen Schaumstoff am Deckel. Ich glaube, wenn ich es so hinstelle, ist es wahrscheinlich... geht sich da nicht aus. So, machen wir es einfach so. Vielleicht da unten reinfahren. Dann kann ich es auch gerade hinstellen. Das macht für das Ganze natürlich mehr Sinn. So. Vorne bedingt. Gut. Wir lassen es einfach selber stehen. Wir sehen das Razer Tournament Headset in der Mitte und das Audio Tuning Spatel Audio mittig angeordnet. Unten noch die Zusatzbox, die ich jetzt einmal rausnehme. Das ist nur ein Schieber. Und hier haben wir das Kabel versteckt. So, ich nehme das Headset einfach mal hinaus. So, einmal links am Tisch. Ich nehme unser Audio-Tuning-Gerät auch aus der Box. So, damit haben wir mal das Essentielle. Hier unten ist noch das Quick Start Unlock Your Health Potential Quick Start Guide. Und das war's meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass mehr enthalten ist. Ich glaube auch nicht, dass mehr auf der Verpackung draufsteht. Das Tournament Headset, der USB Audio Controller und die Information. So, damit packen wir das Ganze auf die Seite und schauen uns das Headset ein bisschen näher an und den Audio Controller. So, wir sehen, Headset hat hier das Mikrofon, das einfahrbar und ausfahrbar ist, und that's all. Buttons direkt am Headset würde ich nicht auf die Schnelle sehen. Ansonsten haben wir noch den kabelgebundenen Controller, nenne ich es jetzt mal, für die Akustik. Einmal Lautstärke-Regulierung bzw. Mikrofon, Mikrofon-Mute mit Schiebeschalter, die Drehrädchen auf der Seite. Okay, das ist eines. Einmal ein Lautstärke-Drehrad, das ist genau in der Mitte, das kann man von beiden Seiten drehen. Und vorne, in dem Fall ist es ein kabelgebundenes Headset, die handelsüblichen 3,5 Klinkenbuchsen, allerdings mit dem zusätzlichen Mikrofonkanal. Da muss man nur aufpassen, wenn man Adapter gerade für das Smartphone braucht, denn die USB-C Adapter müssen dann die richtigen sein für den Stecker, weil normale 3,5 Stecker passen auch rein. Gut, man kann theoretisch optional unseren USB-Tuner noch verwenden, dann steckt man das Ganze einfach in den USB-Audio-Tuner, kann hier lauter leiser, kann hier offensichtlich noch switchen zwischen Game und Voice-Chat.
Bass erhöhen. Hier sind keine Drehregler, sondern lediglich Kippschalter. Hat einen großen Plus-Minus- und Mute-Knopf. Und das Ganze mit einem USB-Stecker. Ich stecke den jetzt einfach mal an einer freien Stelle an. Und vielleicht haut man dann den Audio-Chat zusammen. Mal schauen. Ja, mein normaler Audio-Chat ist zumindest noch übertragen. So. Schauen wir mal. Passformmäßig kann man die auseinanderziehen. Und das Headset sitzt. Es dichtet. Ja, ich würde sagen, es dichtet schon ab, aber nicht 100%ig passform, da ist unser Turtle Beach Elite leider ein bisschen besser, was jetzt den Surround Noise Cancelling betrifft, aber ich würde sagen im Großen und Ganzen ganz angenehm. Gut, das war's auch schon von dem Unboxing. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit unseren weiteren Videos, viel Spaß mit eurem Razer Tournament vielleicht und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Volume Games. In dem Fall Unboxing oder Videospielstream. Immer schön laut bleiben. Ciao und bis zum nächsten Mal.